Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Erklärvideo. Und zwar soll es heute um das Thema das und das gehen. Wann schreibt man was wie? Das ist immer mal ein Thema, das mal Probleme machen kann. Und deshalb möchte ich das heute gerne ansprechen mit euch. Und zwar möchte ich beginnen mit das, also mit einem S, wenn ich das verwende. Beispielsweise, das Haus hat eine Garage, da ist das hier ja ein Artikel. Dann ist es euch eh klar, dass das mit einem S geschrieben wird. Und dann bei dem Beispiel, das Haus, das Herrn Meier gehört, wurde 1977 gebaut. Auch wiederum ein S. Jetzt, warum mit einem S? Das kann man sich mit der sogenannten Ersatzprobe herleiten. Und zwar, man schreibt das nur mit einem S, wenn ein Ersatz durch jenes oder welches oder so möglich ist. Das heißt, im oberen Beispiel könnten wir ersetzen, das Haus, welches Herrn Meier gehört, also welches anstelle von das, und das signalisiert eben dann, dass man das nur mit einem S schreibt. Des Weiteren gibt es aber auch das mit zwei S. Das leitet einen Nebensatz ein. Das bezieht sich dann aber nicht auf ein Substantiv. Hier ist es ja so, das Haus, das Herr Meier, da bezieht sich das hier auf das Substantiv Haus. Und hier haben wir jetzt das folgende Beispiel. Herr Meier schrieb seinem Nachbarn einen Brief, dass das nicht in Ordnung sei. Hier zwei S, hier wiederum nur ein S, weil wir könnten ja auch sagen, dass jenes nicht in Ordnung sei. Weiteres Beispiel zum Abschluss. Herr Meier schrieb seinem Nachbarn eine Mail, dass der Weg nicht gekehrt wurde. Das, weil hier ein Nebensatz eingeleitet wurde. Das ist hier ein Nebensatz. Genau. So, das war's jetzt auch schon wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure